Nils Langefeld kann endlich jubeln. Es ist zwar das zweite Mal an diesem Wochenende, dass der Niederländer auf dem Podium ganz oben steht. Sein Sieg gestern wurde ihm wegen eines Regelverstoßes allerdings abgesprochen. Die besondere Motivation war dem Lokalmatador anzusehen. Auf der Pole gestartet, ließ Langefeld zu keinem Zeitpunkt Zweifel zu, wer diesen zweiten Lauf gewinnen würde. Interessanter wurde es dahinter. Vor allem TCR-Dominator Josh Files hatte große Probleme. Am Ende reichte es für einen schwachen 14. Platz. Es wurde sich behagt und hart geraced. Der einsetzende Regen machte das Rennen für Piloten und Zuschauer nicht einfacher. Am besten mit diesen Bedingungen umgehen konnte Nils Langefeld, der sich vom Regen und zwei Safety-Car-Phasen nicht verunsichern ließ und so als Sieger des zweiten Laufs von Zandvoort feststeht. Auf der zweiten Position Audi-Markenkollege Sheldon van der Linde, dritter wurde VW-Pilot Jason Wolff.